Hallo und herzlich willkommen bei Ayumi. Wir sind halt ein bisschen draußen. Heute ist schulfrei, weil Mäuschen hat ein bisschen Bauchschmerzen und prompt sind wir in der Natur, sind die Bauchschmerzen natürlich verschwunden. Die klettern da hinten auf dem Baum rum, direkt über dem Wasser. Das ist fantastisch. Ich liebe diese Stelle, hier sind wir schon öfter gewesen. Und heute wollte ich mal über das Thema sprechen: Träume. Jeder hat ja so seine Träume und auch ich habe meine Träume. Ich träume davon, von einem eigenen Grundstück mit einer kleinen Hütte drauf oder einer kleinen Jurte drauf oder was auch immer mit meinen Ex-Männern. Es waren nur zwei. Konnte ich es ja leider nicht umsetzen. Es hat irgendwie nicht geklappt. Es hat nicht gepasst. Ich habe nur geträumt und irgendwie bin ich nie ins Tun gekommen. Ich bin immer. Äffchen, sie hat ihren Spitznamen nicht umsonst. Wer kreischt da hinten? Ja, hol sie mal schnell. Also, die helfen sich auch ganz gut gegenseitig. Zurück zu Träumen. Jeder hat seine Träume und mein Haus, mein Haus, da ist der Traum. Mein Wunsch ist es, ein Haus oder ein großes Stück Land für mich und meine Kinder zu kaufen oder zu erwerben und irgendwann darauf zu pflanzen wie wild, zu gärtnern wie wild. Ist einer ins Wasser gefallen? Oh, oh Gott, um Gottes Willen. Und ja, ich bin gespannt. Wäre schön, wenn ihr mir folgt, wenn ihr eine Inspiration für mich seid, wenn ich für euch eine Inspiration sein kann, dass man auch als Alleinerziehende es schaffen kann, seine Träume umzusetzen und zu verwirklichen. Weil ich denke, wir Alleinerziehenden oder auch alleinerziehende Väter, wir haben es so schwer in unserer Gesellschaft. Wir sind allein schon, wenn du alles sagst. Ja, ich bin alleinerziehend. Wird man schon in eine Schublade gesteckt? Oh, die Kinder sind wahrscheinlich völlig missraten und die schafft das doch gar nicht. Und naja, leisten können sie sowieso nichts. Und es wird sich zeigen, wie der Weg weitergeht für mich und meine Kinder. Kindergarten, Schule. Oder nichts dergleichen. Wir werden das sehen. Heute auf jeden Fall erstmal drückt mir die Daumen, schenkt mir einen Daumen hoch, unterstützt meine Arbeit, teilt meine Videos und Mut, 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 Mut. Mäuschen, was ist los? Du steckst fest. Und wenn du mal feststeckst, so wie Mäuschen da hinten, dann hab die Kraft und hol dich da raus. Denn es geht für alle vorwärts. Jeder kann. Wenn man will, dann kann man. Und wenn man gerade nicht kann, dann sollte man sich ausruhen und sollte man sich einen Weg zumindest überlegen und ihn dann auch irgendwann beschreiten. Weil ich denke, es ist wichtig, dass wir uns nicht, wie sagt man, dass wir uns nicht stigmatisieren lassen. Und dann, denn auch wir ziehen Kinder groß und ich habe wundervolle Kinder. Ne? Ja? Ja. Ja? Huch. Und bin ich eine wundervolle Mama? Sag jetzt nichts Falsches. Da oben klettert die Maus. Und die andere, die klettert da hinten irgendwo. Wo ist sie denn? Da. Ich sehe nur Wassergeplätscher. Da? Wo ist sie denn? Ach, da. Wo ist sie? Ach, da oben. Da ist Püppi. Seht ihr, so schön ist es. Und jetzt? Und man kann so viel erreichen. Und ich bin auf dem Wege und hoffe, dass ich bald auf meinem Grundstück sitze mit meinen Kindern und nicht erst, wenn meine Kinder aus dem Haus sind und ich Enkelkinder bekomme. Also, ihr Lieben, guten Mut, viel Kraft und bis bald.